Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein aussortiert Flop-Produkte-Video und wenn du Bock drauf hast, mal so ein bisschen durch meine Produkte, die ich hier so stehen habe, durchzustöbern und zu schauen, warum sie bei mir nicht funktioniert haben, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein paar Dinge sage ich immer vorab bei diesen Videos, weil das immer wieder zu Diskussionen kommt. Zum einen, ich drehe dieses Video am 29. Juli, das heißt, die Produkte werden sehr wahrscheinlich nicht mehr bei mir sein, wenn ich das Video online stelle. Das ist bei mir halt immer relativ zeitversetzt. Ja, und deswegen, ne, also bitte schreibt mich nicht an, ob die Produkte noch zu haben sind. Sind sie nämlich zu 99% tatsächlich nicht. Zumal ich auch aktuell so ein bisschen meine Declutter-Serie von meinen Produkten drehe und da ja auch Stück für Stück durchgehe. Da habt ihr immer die Möglichkeit, in diesen jeweiligen Videos quasi zu gewinnen, durch meine Grabbelkiste durchstöbern zu können. Und da befinden sich dann natürlich auch das ein oder andere Produkt aus solchen Videos in diesen Verlosungsgeschichten drin, ne? Außerdem ist das hier niemals ein Bash gegen Marken, gegen Menschen oder gegen sonst irgendwen. Das ist halt einfach nur, dass ich Produkte ausprobiert habe, weil dafür ist mein Kanal ja auch da. Aus Drogerie, aus High-End, aus allen möglichen Bereichen. Und die haben dann einfach bei mir nicht funktioniert. Ich habe eine trockene, sensible Haut und dementsprechend ist es halt so, dass manche Produkte, gerade so Base-Produkte, nicht funktionieren. Oder ist es so, dass die Farbe nicht passt oder so. Und da habe ich halt super viele Möglichkeiten, die Produkte immer schön weiterzugeben, damit sie halt nicht im Müll landen müssen. Außerdem könnt ihr dieses Video auch gerne immer wieder nutzen, um euch in den Kommentaren zu suchen und zu finden, um selber eine Trash-Paket-Gruppe zu gründen. Denn ich habe zum Beispiel mit den Trashy-Mädels die Möglichkeit, dass wir uns einfach Produkte zueinander zuschicken und man dort einfach so ein bisschen stöbern kann, um zu schauen, ob das, was der anderen nicht gefallen hat, einem selbst vielleicht gefällt, weil Geschmäcker sind bekanntermaßen ja unterschiedlich, ne? Jo, und ja, wenn das hier irgendein Produkt, was hier ist, eins deiner Lieblingsprodukte ist, dann ist es auch kein Angriff gegen dich oder so. Dann ist es einfach nur, dass ich das schön finde, dass es bei dir funktioniert. Bei mir hat es leider nicht funktioniert, denn da auch wiederum Geschmäcker sind verschieden. Normalerweise habe ich hier sowohl Pflege- als auch dekorative Kosmetik drin, aber wenn ich mich hier auf dem Tisch umschaue, ist es dieses Mal tatsächlich ausschließlich dekorative Kosmetik. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet und ob ihr vielleicht auch meine Meinung teilt und ich euch vor dem einen oder anderen Fehlkauf vielleicht bewahren kann. Ich habe mir die Produkte hier sortiert, ich habe hier mein Zettelchen geschrieben, das mache ich immer mal wieder, weil wenn ich dann dabei bin, mich zu schminken und ich dann merke, boah, es funktioniert nicht, dann packe ich das hier in meine Schublädchen rein, ne, und schreib mir auf, warum ich das aussortiert habe. Ich möchte starten mit Produkten, die ich quasi ja gar nicht aufgeschrieben habe. Das ist einmal hier von Essence The Glowing Goals Body Shimmer Gel. Das habe ich gar nicht wirklich verwendet, ne? Also ich habe von Trend It Up sowas. Kannst du halt super verwenden. Doch einmal habe ich das wohl ausprobiert. Für die Beine kannst du es verwenden, so als Strumpfhoseneffekt, ne, wenn man das möchte. Aber ich habe, wie gesagt, von Trend It Up 1 und das hält mir ewig und 3 Tage. Dementsprechend muss das hier jetzt nicht unbedingt bei mir bleiben. Dann habe ich aussortiert von MUA, das ist Make-Up Academy, ein Brow Define Eyebrow Pencil in der Farbe, keine Ahnung. Mid Brown, genau. Und Mid Brown, also quasi Mittelbraun, ist für mich als Blondie zu dunkel. Also das ist jetzt eine andere Geschichte, die ich auf den Augenbrauen drauf habe. Der war mir zu dunkel. Da habe ich selber gesehen, so, puh, guckst aber ganz schön böse, Claudinchen. Dann sortiere ich immer mal wieder Nagellacke aus, wenn ich Farben doppelt habe und dann quasi die Geschichte, die ich dann in der identischen Farbe habe, besser funktioniert, ne, behalte ich natürlich das Produkt, was besser auf den Nägeln hält. Ich habe zum Beispiel, und das ist richtig krass, vor fast 2 Wochen mir die Nägel gemacht. Das ist heftig, oder? Also ich habe aktuell eine ganz tolle Nagelroutine mit Basecoat und Topcoat und 3 Schichten Farbcoat. Mega krass, also wirklich, ich kann sowas halt schlecht abfilmen, weil ich bin da halt echt irgendwie nicht gut drin. Also ich habe euch in meinen Sommerfavoriten den Topcoat und den Basecoat gezeigt, den ich verwende. Das ist von Nails Inc. der Basecoat und von Essie der Platinum irgendwas Topcoat. Und dazwischen halt die Farblacke und die halten wirklich gut. Ich habe jetzt hier auch einen auf dem Finger, den habe ich jetzt aussortiert, weil den habe ich halt in anderen Farbrichtungen, also in sehr ähnlichen Farbrichtungen, zum Beispiel die beiden, ne? Die ähneln sich natürlich sehr, ne? Genau. Und diesen hier, also auf der Seite, ich möchte euch nicht den Stinkfinger zeigen, behalte ich. Der hier wandert weiter. Fun Fact, hier fällt gerade ein Auto vorbei. Amazon Prime!
Ja, moin. Abends um 18:46 Uhr. Manchmal tun die Leute mir echt leid, dass sie so lange noch arbeiten, oder? Das sind manchmal sogar Leute, die tatsächlich neben ihrem regulären Job arbeiten, um sich noch ein bisschen was dazu verdienen zu können. Das finde ich immer so traurig, ehrlich gesagt, ne? Deswegen habe ich größten Respekt vor den Leuten. Auf jeden Fall ist es eigentlich von Alterra der Avocado Power Nail Color. Das ist aber überhaupt, ne, nicht farbecht. Also wenn er trocknet und ein paar Tage auf den Nägeln ist, sieht er halt so aus. Das ist heftig. Und der hier, den ich hier habe, ist, glaube ich, von Zara. Den finde ich schön, den behalte ich auch. So, dann wird der hier aussortiert von Trend It Up Easy and Speedy Nail Polish. Der hat bei mir, glaube ich, auch nicht so gut gehalten. Oder ich habe ihn doppelt, das weiß ich nicht. Wet n Wild, den habe ich mir aus Treasuresaurus rausgenommen. Getting Inked, der sieht einfach nur, ja, schwarz aus, finde ich tatsächlich. Also diesen schönen Schimmer, der hier so zu sehen ist, siehst du gar nicht auf dem Finger. Dann habe ich hier den Water-Based Nail Color von Trend It Up. Der ist mir auch zu schwach auf der Brust gewesen. Jo, von Essie der Mint Candy Apple. Da habe ich jetzt, glaube ich, einen von Trend It Up, den ich besser finde. Und von Catrice habe ich hier einen Eco Nails 117 Aqua Manicure. Ja, auch da habe ich jetzt, glaube ich, einen von Trend It Up. So, und jetzt kommen wir zu den Produkten, wo ich mir ein bisschen was zu aufgeschrieben habe. Danke, ich mir einen Schluck. Ich habe meinen Strohhalm unten gelassen. Toll, läuft bei mir. So, von Physicians Formula habe ich eine Palette aussortiert, und zwar ist es die Rosé All Play Palette. Ne? Ich mag Physicians Formula von dem Butter Bronzer richtig gerne, also die haben schöne Produkte, was so Base angeht, aber Lidschatten bin ich nie so wirklich warm mit geworden. Die hier wird jetzt aussortiert, weil der Schimmer viel zu wenig ist, die matten Töne sind schön, aber recht eintönig. Ne? Das ist alles halt sehr in diese warme oder auch irgendwie kühle Richtung, ne? Das ist ja auch eher so kühler. Aber ja, nee. Alles, natürlich, wie das halt schon heißt, ne? Rosé All Play. Ja, und die Schimmer sind halt viel zu wenig. Mit dem Pinsel kriegst du die gar nicht. Und wenn du es dann mit dem Finger versuchst, halbwegs, aber halt auch nicht so kabäm. Dann habe ich hier eine Wurstparty mit dem Alverde Anti-Shine Primer verursacht, als ich mein Full-Face-Beauty-Boxen geschminkt habe, ne? Hat nicht so gut funktioniert, um das mal so zu sagen. Dann habe ich hier einen Konturton von Alverde. Der ist mir, glaube ich, zu hell gewesen, obwohl die Farbe dunkel ist. Ich glaube, die haben auch nur die Farbe hell und dunkel. Ja, der hat bei mir nicht funktioniert. Den hast du ungefähr nicht gesehen. Ist direkt weggeblendet gewesen. Sowas finde ich halt auch irgendwie immer sinnbefreit. Nicht gehalten hat von Alverde das transparente Augenbrauen- und Wimperngel. Also das habe ich nur auf die Augenbrauen gegeben. Ne? Da finde ich das von Lavera und von Essence einfach viel, viel besser und haltbarer. Dann habe ich hier ein Sea Ray Poir and Santal Blanc Eau de Parfum. 15 ml sind hier drin. Stinkt unter anderem nach Aschenbecher. Genau, das habe ich, glaube ich, auch gesagt, als ich das in dem Full Face Beauty Boxen ausprobiert hatte. Ne? Das war gar nicht mein Duft. Ich bin jetzt halt auch ein bisschen geruchsempfindlicher. Jo, dann habe ich einige Augenbrauenstifte von Maybelline aussortiert. Das ist einmal der Brow Ultra Slim, ist mir natürlich viel zu dunkel, ne? In der Farbe Medium Brown, klar. Sieht, glaube ich, ein Blinder mit einem Krückstock, das ist mir zu dunkel. Der hier ist mir hingegen zu warm, Brow Precise in der Farbe Dark Blonde, ne? Zu warm für mich, also sieht so, wenn ich das hinhalte, total perfekt und passend aus. Wenn ich es aber drauf male, sieht das gar nicht mehr perfekt und passend aus. Dann habe ich hier den Express Brow. Der hat eine doofe Form, habe ich mir drauf geschrieben. In der Farbe Dark Blonde. Was ist denn die Form? Achso, ja, das ist so eine Tropfenform, ne? Ich habe jetzt aktuell einen von Sleek auch in dieser Tropfenform. Verwende ich, weil er eine schöne Farbe hat. Aber ich mag die Form eigentlich auch echt nicht so gerne. Dann habe ich die reguläre Sky High Mascara von Maybelline aussortiert, weil die mir zu stark ist, also quasi zu stark hält. Ich habe jetzt diese neue Variante, die schwarze auf den Wimpern, und die kriege ich abgeschminkt. Die hält zwar auch echt gut, ne, aber die kriege ich wenigstens abgeschminkt. Die Sky High bekomme ich nicht runter. Und ich mag halt auch nicht so gerne wasserfeste Mascaren, weil die mir die Wimpern kaputt machen. Und Die ist wirklich hammerhart, sag ich euch, Leute. Dann habe ich hier den Maybelline Fit Me Blush in der Farbe 25 Pink. Ich habe ja auch ein Full Face Maybelline geschminkt, ne?
der war mir zu unsichtbar. Der ist sehr, sehr zart und vielleicht im Alltag auch super schön geeignet, aber ich schmink mich ja auch viel und setze mich hier auch vor die Kamera und so. Also fast jeden Tag filme ich ja auch und dann kann ich den halt auch einfach nicht verwenden. Ne? Also ich habe ihn so nicht gesehen bei mir und deswegen bleibt der halt auch einfach mal nicht. Dann habe ich hier den Maybelline Tattoo Brow 36 Stunden Gedönsen. Das ist einfach aufregend, ne? Wie viele Augenbrauenprodukte Maybelline so rausgebracht hat. Und irgendwie gefallen die mir gefühlt alle nicht. Der krümmelt. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man sich das aufträgt. Und das ist eigentlich ein Stift. Und der krümmelt. Das ist nicht cool, ne? Macht dann auch keine Freude. Das sollte ein Augenbrauenstift nicht tun. Ich habe keine Ahnung, warum ich den so krass aufgebraucht habe, weil die Farbe ist mir eigentlich viel zu dunkel. Maybelline Instant Anti-Age Löscher in der Farbe 01 Light. Ich meine, das sehen wir jetzt ja schon, ne? Dass er mir zu dunkel ist. Und bei dem Full Face Maybelline habe ich den auch aufgetragen und habe mir dann auch gedacht, wow. Also, krass, ne? Ich konnte das natürlich ja auch retten und so, aber das ist... Obwohl es 01 Light ist, ne? Ja, das hier ist mir einfach zu trocken. Ist ja auch eigentlich eher eine Puder-Foundation. Maybelline Superstay Full Coverage 16 Stunden Puder Foundation in der Farbe 20 Beige Eclat. Ja, ich bin kein Mensch für Puder Foundations, weil ich ja halt eine Trockenpflaume bin. Ne? Das widerspricht sich ja per se einfach schon mal. Spiegel mit bei, Schwämmchen mit dabei. Läuft! Also für Leute mit öliger Haut ist das bestimmt eine geile Kiste. Ja. Dann habe ich hier etwas... Ich weiß gar nicht, ob ich das weitergeben möchte, weil das, also ich fand es nicht gut, also gar nicht gut, ne? Das ist von Catrice Iron Strength Nail Hardener. Wahrscheinlich sollte man das einfach nicht als Base Coat verwenden, so wie ich das verwendet habe. Der Nagellack hat sich damit nämlich immer nach so ein, zwei Tagen schon direkt gelöst und das konnte man dann so in eins abziehen, wie so ein Abziehbild. Ganz, ganz crazy. Das hat natürlich den Nagel überhaupt nicht gestärkt und ich finde auch, dass es gestunken hat wie Hulle. Ich konnte es gar nicht riechen. Also, nee, gar keine Empfehlung von meiner Seite. Aber eine Empfehlung von meiner Seite ist es, regelmäßig mal einen Schluck Wasser zu trinken. Nö. So, dann kommen wir jetzt mal zu La Vera. Da müsste ich auch ein Fullface geschminkt haben. Die Mascara ist leider abgelaufen, aber es ist eine gute Mascara. Die kommt jetzt auf jeden Fall in den Müll, denn abgelaufene Mascaren gebe ich natürlich nicht weiter. 03-2022, ne? Jo, war aber schön. Dann habe ich hier von La Vera dieses Eyebrow-Produkt in der Farbe Blond 02. Das war mir zu dunkel und zu warm leider, ne? Nö. Dann habe ich, die Catrice Daring Nude, die ist toll, aber langweilig. Also die Lidschattenpalette, das ist diese hier. Die ist wirklich toll. Also wenn man eine Palette sucht, wo man einen schönen Alltagslook mit schminken kann, gönnt euch die, wirklich. Die ist echt schön, aber für mich halt zu langweilig. Weil wenn man sich die Farben anguckt, die Karten, toll, ne? Ja, ich bin halt eher so eine bunte Lady. Auch die kommt wirklich auch voller Elle in die Richtung von der Rosé All Day, ne? Von der Physicians Formula Palette. Ist halt überhaupt nicht mein Beuteschema. Deswegen muss die fliegen. Es ist witzig, denn ich habe hier gleich noch eine weitere Palette. Die ist auch in dem Schema und die ist auch eben deswegen geflogen. Das ist super witzig. Also manchmal, ne, sammle ich dann ja über einen echt längeren Zeitraum und dann habe ich die Produkte hier und denke mir, ja, irgendwie, ne, diesen Vibe habe ich dann auch gefühlt. Von Wet n Wild den Highlighter fand ich zu dezent und der glitzert halt. Halo-Effekt, Highlighter, Halo auf jeden Fall. Sieht hübsch aus mit diesem Pressing, ne, da ist so Sternchen mit drin und so. Albert fein, aber nee. Dann habe ich hier ein Produkt von Peri Cosmetics, ist es glaube ich, ne? Peri Cosmetics, genau, hatten wir in der Fairy Box mal mit drin. Kinderschminke ist es nämlich eigentlich, ein Rouge. Ja, dann ist es irgendwie klar, dass es nicht so funktioniert, wenn man halt als Erwachsene das versucht ins Fullface zu integrieren. Hiermit trage ich nämlich grundsätzlich meine Foundation ab, ne? Und da macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Und deswegen, ja, wandert das weiter. Ich brauche es definitiv nicht. Und ich bekomme ja auch einen Jungen. Wobei, auch Jungs, ne? Ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, wie mein Baby das dann handhaben wird. Also, wie begeistert er dann von meinem Job sein wird oder ob er sich mehr von dem Job von seinem Papa begeistern wird. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ja,
Also ich war tatsächlich damals, als ich noch jung war, also so auch in dieser Findungsphase, was Jobs anging, immer sehr darauf erpicht, so Richtung Mama zu gehen. Ne? Mama war oder ist Lehrerin und ich wollte immer Lehrerin werden. Aber als ich auch immer mehr ins Erwachsenendasein kam, immer mehr darüber informierte, was das bedeutet, habe ich mir irgendwann gedacht, boah, nee, auf gar keinen Fall. Bin aber als junges Mädchen, also wirklich als Kind, wenn ich mal schulfrei hatte, super häufig auch mit meinem Papa mit zur Arbeit gefahren und der war IT-Leiter. Und in derselben Firma übrigens, wo mein Freund arbeitet. Das ist auch ganz witzig, ne? Also das hat sich so in den Jahren ergeben. Mein Papa hat nicht mehr da gearbeitet, als mein Freund da angefangen ist. Egal. Auf jeden Fall fand ich das auch immer ziemlich cool, so mit Computer arbeiten und so dieses, weiß ich nicht, nerdy, kperdy, fand ich auch großartig. Deswegen habe ich mich auch super früh schon so mit Excel-Tabellen sowas beschäftigt und diese ganze Formelgeschichte und so, ne? Ja, und dann kam das irgendwann, dass ich mich natürlich entscheiden musste, sollte, wollte, was möchte ich machen? Und dann bin ich ja letztendlich auch eher in die Fußstapfen von meinem Papa getreten und bin jetzt, ja, eigentlich gelernte Industriekauffrau, bin im Bereich Vertrieb, Marketing gegangen. Und letztendlich sitze ich hier. Das ist halt auch irgendwie, ne, so mein kleiner Werdegang. Schön, sowas einfach mal in einem aussortierten Video zu droppen, aber so ist das gewesen. Also im Prinzip damals eher interessiert an Mamas Job, aber letztendlich in Papas Fußstapfen getreten. Sind beide stolz auf mich, was ich mache, ne? Auf jeden Fall habe ich hier noch das nächste Produkt aussortiert und zwar von Kylie. Ist das ein Liquid Lipstick? Ich war immer so scharf drauf, die einfach auch mal kennenzulernen, weil alle davon so geschwärmt haben. Aber ich finde das ehrlich gesagt furchtbar. Ist ja von Kylie Cosmetics und ich fand den einfach viel zu trocken, habe ich hingeschrieben. Matte Liquid Lipstick in der Farbe 808 Kylie, ne? Das ist schade eigentlich, weil alle finden das immer so geil und dann denkt man sich, ja wow, ne? Hype, ich komme. Von Note habe ich eine Mascara verwendet, die mir einfach zu wenig ist. Ja, kann man sagen. Die sieht so kabuff aus. Problem ist aber aktuell halt auch einfach, ich habe so schlimme Wimpern. Jetzt aktuell, ne? Das ist jetzt einfach nur, ich bin nicht davon irritieren lassen, Leute. Ne? Das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Ich habe halt jetzt lange Jahre auch immer ein Wimpernserum verwendet, das von Grande Lash. Und hatte da ja auch Hormone drin. Die kann ich jetzt in der Schwangerschaft natürlich nicht nehmen. Natürlich nehme ich Rizinusöl, dass meine Wimpern halt nicht brechen oder so. Aber das hält sie nicht davon ab, auszufallen. Und ja, jetzt sind halt in letzter Zeit super viele Wimpern ausgefallen und gerade die wunderschön, richtig schön lang. Und jetzt habe ich halt wieder meine reguläre Wimpernlänge zurück. Ich weiß, dass viele von euch das richtig gut finden und das nicht so gerne mochten, als sie noch so richtig lang waren. Ich vermisse meine sehr langen Wimpern wirklich, wirklich, wirklich doll. Und wenn ich jetzt halt eine Mascara auftrage, ist immer so, das ist immer so schade, finde ich. Aber gut, jammern auf hohem Niveau, ne? Das ist einfach, wie es ist. Ja, genau. Die ja, hat halt nicht wirklich viel bei mir gebracht, deswegen braucht die nicht bleiben. Dann habe ich hier von Banana Beauty die My BBF Cream in der Farbe Light. Die habe ich aus Treasuresaurus rausgefischt und die setze ich überall ab. In den Poren, in den Falten, an den trockenen Stellen. Ich fand die ganz furchtbar. Also gar nichts für mich. Ich habe die mit verschiedenen Primern auch versucht zu kombinieren. Nee, also das hat einfach nicht mit uns beiden funktionieren wollen. Da finde ich die auch einfach zu kompliziert. Ich habe die auch mal ohne Primer versucht, ne? Ich finde die einfach nicht gut. Also für mich funktioniert die leider nicht. Nö. Und dafür, dass sie so sackteuer sein soll, ne? Ist halt auch irgendwie traurig. Dann habe ich von Peripera, das war in irgendeinem Adventskalender, entweder Yestern oder Stylevana, All Take Mood Palette in der Farbe Muteful Rose 04 diese Lidschattenpalette getestet. Beziehungsweise verwendet. Ich glaube, Yestern, oder? Naja, auf jeden Fall hat die auch ein echt schönes Design. Mag ich hier wirklich gerne leiden. Hat dieses Rosy, Posy, Kaposy, Tosy, Frozy, Nosy. Und eigentlich auch schöne Farben. Aber ja, die Koreaner sind dafür bekannt, dass die halt etwas zurückhaltendere Lidschattenlooks schminken. Für mich ist es einfach zu eintönig. Wenn ich mir das so angucke, ich meine, ne? Ja. Können wir uns alle denken, dass das für mich zu eintönig ist. Auch wenn die Schimmertöne echt schön waren. Aber gut. Ja, was habe ich denn aufgeschrieben dazu? Ja. Bis auf den... ich habe die Töne schon, bis auf den Glitzer. Ah, genau, weil den Glitzer fand ich richtig schön. Das war der hier. Der war richtig, richtig schön. Also dieser Topperton, ne? Wobei, wenn ich so länger drüber nachdenke, könnte ich mir vorstellen, dass er natürlich auch in dieser Hatice Schmidt mit Love Palette drin gewesen sein könnte. Da ist ja auch dieser Topperton. Und in der Love mit Oscar Atem, da hast du doch auch so Toppertöne mit dabei. Also Claudinchen, beschwer dich nicht, ist doch alles to die. So,
Ich versuche jetzt ja schon hier meinen Kasten vorzubereiten fürs Thumbnail. Wir machen jetzt aber weiter mit einem Parfum, denn ich habe von Viva Vime ja so Parfum-Konstellationen gekauft. Ich trinke mir noch erstmal einen Schluck, ne? Und da war ein Parfum jetzt mit dabei, was ich ganz nicht so gut fand. Ich fand das zu zitrisch und komisch vom Duft her, habe ich aufgeschrieben. Das ist die Duftrichtung Follow. Das ist dieses hier, ne? Und ich meine, da sehen wir ja auch schon, dass da zitrische Noten und so mit bei sind. Deswegen war das absehbar irgendwie. Also Zitrone, Jasmin und Zedernholz. Da wäre Jasmin das gewesen, wo ich halt voll drauf gestanden hätte. Aber Zitrone und Zedernholz muss nicht unbedingt sein, ne? Aktuell trage ich recht häufig den Duft Daddy's Girl von Viva V. Den mag ich sehr gerne leiden. Habe ich heute Morgen auch aufgetragen. Den mag ich sehr gerne und der hält auch echt gut. Jetzt kommen wir mal zu einem teuren Produkt und zwar von Dior Forever Skin Glow Foundation in der Farbe 0,5N. Zum einen passt die Farbe nicht wirklich, die ist mir schon ein bisschen zu dunkel, man sieht es ja, ne? Und das wird auch wohl eher nicht passen, weil die wirklich eher ins Warm-Dunkle ist und weniger ins Neutral- oder Kühl-Dunkle, was ja bei mir sinnvoll wäre. Und sie setzt sich blöd ab. Das ist so doof. Also ich habe eigentlich keine wirklich vergrößerten Poren oder sowas, ne? Aber trotzdem, hier so in dem Bereich, ich habe sie jetzt heute nicht drauf, aber da sieht man die. Und das finde ich halt schade. Also die war so teuer. Und dann holt man die sich und denkt sich, ja, die muss jetzt mir irgendwie gefühlt ein zweites Gesicht basteln. Und dann ist sie nicht mal besser als die, also die ist schlechter, wirklich schlechter, als die Rival de Loop Hyaluron Foundation. Und das ist einfach krass, ne? Also das zeigt halt einfach, High-End muss nicht immer bedeuten, dass es eine gute Geschichte ist, ne? Darf man nicht vergessen. Das ist auch wichtig zu wissen. Und jetzt habe ich hier heute auch eine Lidschattenpalette drauf. Ihr würdet nicht vermuten, dass es High-End ist oder dass es eine super, ne, krasse Palette sein sollte oder so. Ich habe wirklich schöne, abwechslungsreiche Paletten, wo ich sowohl natürliche als auch bunte Looks mit schminken kann und die dann halt auch wirklich erschwinglich sind. Und dann brauche ich die hier einfach nicht. Und das tut zwar weh, weil die auch echt nicht günstig war, aber die muss jetzt gehen. Das ist von Rare Beauty, diese Lidschattenpalette. Da war ich super heiß drauf, weil ich die auch irgendwie hübsch fand. Aber True to Myself heißt die. Ja, also diesen großen Glitzerton in der Mitte fand ich von Anfang an schon nicht so ganz so geil, weil du auf jeden Fall darunter dann so einen Glitter-Glue verwenden musst. Und ich habe fast alle Töne bei diesem Look hier verwendet und das sieht aus wie, ja, zwei Töne, wenn überhaupt, ne? Das ist ein ziemlicher Einheitsbrei auf meinen Augen. Total unspektakulär. Warum, ne? Also das finde ich halt echt schade. Klar, kannst du damit Alltagslooks schminken. Klar, ne? Das ist dann halt auch eine schöne Sache. Aber es ist enttäuschend. Wirklich enttäuschend, muss ich sagen. Da kann man sich wirklich besser die Daring Nude von Catrice holen. Anstelle von der hier. Ja. Und ja. 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 Und ist halt so. Und dann habe ich hier noch zwei Produkte. Und zwar ist es einmal von Essence aus dem Sortiments-Update. Dieser Hydro Hero Under Eye Stick. Finde ich jetzt nicht so geil. Also feiere ich nicht so hart, wie ich gehofft hatte. Ich hatte gehofft, dass ich den vor allem im Sommer feiern werde, wenn es ja richtig warm draußen ist, ne? Dass ich den an die untere Augenpartie gebe und das alles irgendwie cooler ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das Einzige, was halt wirklich bei mir geholfen hat, ist von Beauty Mates der Augenlifting Booster. Der hat halt wirklich eine schöne untere Augenpartie gemacht, das Ganze erfrischt, das Ganze geglättet, Augenschatten verschwinden lassen und so weiter. Also das ist wirklich ein gutes Produkt, was ich euch auch sehr ans Herz legen möchte. Und nicht nur wegen Kooperation, aber ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, ne? Ist das hier einfach minimaler, kurz mal da Effekt, aber dann ist er auch ganz schnell wieder weg. Und nicht jeder Concealer hält darauf halt auch gut. Das darf man halt auch nicht vergessen, das ist auch schade. Ich weiß nicht, ob das mit den Inhaltsstoffen zusammenhängt, weil der ja auf Wasserbasis ist und Concealer ja manchmal eben nicht auf Wasserbasis, sondern eher auf Ölbasis sind. Ne? Und dann stoßt sich das ja eher ab. Keine Ahnung. Bei mir wird er auf jeden Fall nicht bleiben. Und das letzte Produkt, was ich jetzt aussortiert habe, ist hier von Alterra. Das habe ich eben auch aussortiert. Lip Cream and Primer. Das macht irgendwie, wenn ich das drauf mache, überhaupt keine Pflege, sondern es macht die Lippen matt und dann krümelt das ab. Das ist ganz, ganz verrückt. Also ich kann es auf gar keinen Fall empfehlen. Ich finde es nicht schön und deswegen muss es auch nun meinen Tisch, meinen Raum, mein Zuhause verlassen.
Genau. Ihr Lieben, das war jetzt hier mein aussortiert Video aus dem, ja, jetzigen Zeitpunkt, ne? Also ich habe jetzt Ende Juli, wie gesagt, das Video gedreht. Das Video wird dann wahrscheinlich ein bisschen später online kommen. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer letztes Flop-Produkt war. Welches Produkt ihr zuletzt so verwendet habt und was überhaupt nicht gut bei euch funktioniert hat. Genau, das würde mich mal interessieren. Ne? Das war es jetzt auch hier von mir und meinem Aussortiert- und Flop-Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert und aufgebraucht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!